Im Live-Talk hatte Nathalie wieder einen Gast. Besser geht's nicht. Alisa Schmidt, Deutschlands schönste Leichtathletin. Und sie hat mir erzählt, wie ihr Alltag so als Sportlerin aussieht und was sie so zum Ausgleich in ihrem Privatleben macht. Momentan ist es recht viel. Also wir trainieren zwischen 2 bis 4,5 Stunden am Tag. Und das ist dann schon hart. Vor allem, wir machen dann eine lange Einheit, deswegen ist man danach auch wirklich platt. Also wenn ich vormittags trainiere, passiert bei mir den ganzen Tag nichts mehr. Deswegen schaue ich, dass ich meistens auch gegen Abend hin oder so gegen 15 Uhr trainiere und dann so gegen 19 Uhr oder so fertig bin, dass ich dann nur noch erst ins Bett falle und morgens dann sozusagen was für die Uni mache, weil ansonsten schaffe ich wirklich gar nichts mehr. Alleine meine Freizeit, wann ich irgendwie aufstehe, wie viel Schlaf ich brauche, alles richtet sich danach, auf jeden Fall. 2017 wurde sie von verschiedenen Zeitungen als schönste Leichtathletin bezeichnet und dann ging es Social Media technisch hoch. Und ist sie arrogant geworden? Ist sie gar nicht. Und sie hat auch ihr Verhalten auf ihren Kanälen nicht verändert. Es war September 2017 ungefähr. Und ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Mein Bruder hat mich dann irgendwann angeschrieben und meinte, Alisa, was schreiben die denn da im Internet überall über dich? Und ich habe natürlich auf meinem Instagram-Account gesehen, dass ich halt relativ schnell, das war innerhalb von einer Stunde, schon recht viele Follower zu bekommen habe. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht und habe mich natürlich gefreut und dachte mir, ach cool. Und dann habe ich mich mal gegoogelt und dann kamen da plötzlich so viele Artikel in allen möglichen Sprachen über mich und vieles konnte ich natürlich auch gar nicht lesen und ich konnte mir auch gar nicht erklären, warum die jetzt alle über meinen Account geschrieben haben. Und das war zu Anfang schon sehr komisch, muss ich sagen, auch das irgendwie meinen Eltern zu erzählen, warum ich jetzt plötzlich auch so viele Follower dazu bekommen habe, weil die waren gar nicht mit diesem Instagram-Thema irgendwie, damit haben die einfach gar nichts am Hut. Und das war auf jeden Fall sehr komisch, plötzlich auch irgendwie was zu posten, ne? Weil es ist schon ein Unterschied, ob das irgendwie 5000 Leute sehen oder dann 100.000 Leute. Also in meinem Privatleben hat sich dadurch eigentlich nichts verändert. Ich habe immer noch die gleichen Freunde und den gleichen Umkreis und auch im Sport hat sich dadurch nichts verändert. Aber natürlich hat es trotzdem viele Türen für mich geöffnet. Gerade in der Leichtathletik ist es halt einfach nun mal nicht so, dass man davon leben kann. Und durch Social Media fällt es mir halt deutlich einfacher, einfach mich auf den Sport zu konzentrieren, dass ich nicht irgendwie noch einen anderen Nebenjob brauche, wo ich dann vielleicht viel unterwegs bin oder viel auf den Beinen bin, weil dann funktioniert das Training ja auch gar nicht mehr. Man muss natürlich auch schon, dass man ausgeruht ist und fit ist an dem Tag oder an jedem Tag natürlich. Und von dem her war das natürlich schon für mich deutlich einfacher dadurch. Alisa ist allerdings kein Single für alle. Oh, ich bin weg. Genau, sie ist schon seit 4 Jahren mit ihrem Freund zusammen, den hält sie aber ganz bewusst aus der Öffentlichkeit raus. Kommst du jetzt vielleicht wieder? Ja, okay. Viel Glück euch beiden. Also wenn mich jemand fragt, dann sage ich auch immer, ich bin vergeben. Wir sind jetzt am Sonntag 4 Jahre zusammen. Ja. Genau. Und ich will aber trotzdem nicht, dass es auf meinem Social-Media-Kanal eine Rolle spielt. Erstens ist mein Freund da so, dass er das einfach gar nicht seine Welt ist. Er persönlich ist auch kaum auf Social-Media unterwegs. Und ich glaube, es ist auch echt nicht einfach, eine gesunde Beziehung zu führen, wenn die so in der Öffentlichkeit ist. Deswegen haben wir da eigentlich, sobald es angefangen hat, sobald es mit Instagram bei mir quasi groß oder größer geworden ist, haben wir gesagt, okay, das wollen wir dann lieber raushalten.